Am Abend des 31. Juli löst sich während eines Sturms ein 5 Tonnen schwerer Betonbalken von der Brücke und kracht auf den durchfahrenden Verkehr. 4 Autos werden beschädigt, die Insassen einer Limousine werden eingeklemmt, einer kommt noch am Unfallort ums Leben, 2 weitere Personen werden verletzt. An der Brücke wird seit Juni gearbeitet, nachdem sie durch einen explodierenden Tankwagen in Brand geraten war. Bis Ende August sollten die Reparaturen abgeschlossen sein. Ein Bauarbeiter wird bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und stirbt später im Krankenhaus. Thailand gehört zu den Ländern mit der weltweit schlechtesten Verkehrssicherheit. Pro Jahr registrieren die Behörden 32,7 Verkehrstote pro 100.000 Einwohner. Hauptgrund für die erschreckende Bilanz sollen unzureichende Investitionen in die Infrastruktur sein.